Freunde, Montagmittag, Hälfte der Strecke von Berlin ist fast geschafft. Cool. Ja. Bro, den Müllermann schaffst du safe. Ja. 17 Kilometer, 42 Minuten. Angekommen in Berlin. Die Fahrt war lang, aber ich bin nicht gefahren. Und Niklas! Niklas! Wir gehen jetzt zu Young Yuri. Es wird lit. So Leute, wir sind unterwegs. Was immer richtig wichtig ist, merkt euch das, so die Schuhe binden, dass ihr am Ende nur noch quasi keine Scheiß auf alles. Bro, es wackelt so mies. Reinspazieren. Wir sind doch so schüchtern vom Kamera. Ja, ehrlich. Er hat Bock. Hast du die Tür aufgelassen? Drei Kameras, alle noch da. Okay. Freunde, haben einfach die Tür offen gelassen. Digga, Bro. Jungs, Carpool Boys, absolute Quatsch, Jungs. Wirklich. Danke. Okay. Okay. Holy shit, Alter. Boah, ich kenn's. Ich mach das auch immer random. Digga, das ist so wichtig. Tabu Remix. Das geht ungefähr so. Dachte ich, fühle oh. Butter Chicken ist das Go-To. Niklas ist jetzt aus, erstmal indisch. Digga, oh. Niklas. Das ist die berlinste Berlin-Ecke, die ich je gesehen habe. Bro, mach mal neues Cover-Artwork, Bro. Warte, ich gleich. Oh mein. Good morning, Vietnam. Wir sind in Khartoum, wir sind jetzt hier am nächsten Morgen nach dem Content-Dreh. Freunde, wir fahren jetzt Tesla. Jungs, wir fahren Tesla. Bro, das Ding fährt alleine. Das ist gerade alleine gestartet. Wir müssen einfach nichts mehr machen, wir lassen uns fahren. Das ist das nicht bei der Uber genau dasselbe? Holy shit! Oh mein Gott, Digga! Junge. Scheiße! Nein! Wir müssen da nicht links abbiegen! Das war halt wirklich da. Ah ja, kein WLAN, ne? Oder? Ab ins Studio. Leute, wir sind jetzt im Studio in Berlin. Wir suchen gerade noch das einzurichten und dann werden zwei neue Songs geballert. Geballert, Leute. Das soll auch zum Mastern sein, oder? Ne? Ah, ist nicht so geil. Nee, ist nicht so geil. Die anderen sind da drüben. Knock, knock. Wie sieht's aus? Wir sind so am Überlegen, ob wir es jetzt machen. So, einmal haben wir den normalen. Und dann haben wir halt überlegt, so Psytrance noch zu machen, aber das weiß ich jetzt nicht. Ganz egal, ich liebe dich. Digga, Feuchtpapier ist es. Leute, das war for real, hat sich übel gelohnt. Von Meister Geier haben wir eine extrem geile Version jetzt gemacht. Meister Krieg. Und wir gehen jetzt zu Jam FM. Wir haben uns schon absolut perfekt vorbereitet. Nee, wir haben uns nicht vorbereitet, aber brauchen wir auch nicht. Sehr entspannt, spontan. Sponti! Das Jam FM ist tatsächlich, ich weiß, das wissen die meisten nicht, aber es ist hier im Rewe. Da drin ist Jam FM. Was viele nicht wissen, wenn das grün blinkt, dann geht's zu Jam FM. Servus. Das ist ja riesig, das ist ja, was ist denn das hier? Hauptquartier RTL oder was? Ja. Ernsthaft? Also kommst du denn jetzt mit oder was? Ja, Mann, ich lauf einfach hinter euch mit oder so. Ich will nicht so viel mit mir reinlaufen. Warum nicht? Das ist übel cringe. Jam FM, Tobi Lee am Start. Was geht so ab? Ich hab Niklas D hier im Studio. Wer? Ja, also ich bin Niklas D. Ich bin 20 Jahre alt, komme aus Bayern und mach Musik. Sag mal deinen Namen noch. Luca Landes Badafora. Ach klar, den einfachen. Ja, der einfache. Ja, okay. De La Fonte de la.
Also Mädchen auf dem Pferd ist eine recht witzige Story, dass eine gute Freundin von mir quasi gesagt hat, dass sie diesen Song unbedingt haben möchte von Bibi und Tina. Und wir haben gesagt, ey, das kann man eigentlich nicht bringen. Und dann habe ich es Niklas gezeigt und dann hat er gesagt, ey, eigentlich nicht bringen. Und dann ist das Ding einfach geblowt. Ich meine direkt so, Bro, wir müssen den offiziell auf Spotify bringen, so direkt. Jungs, ihr habt es geschafft, ey. Alles klar. Okay, cool. Danke euch. Ciao, ciao. Wann kommt Mädchen auf dem Pferd dahin eigentlich, Luke? Übermorgen schon. Ist auf jeden Fall hier. Ja, es ist bestellt, ist auch unterwegs, die Hell braucht aber zum Prime, Willst du jetzt fetzen oder was? Das ist jetzt alles viel zu lit. Oh mein Gott. Meine Mutter wird die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber Seiten 0 ist perfekt. Seiten 0. So Leute, wir sind jetzt beim Smash Burger. Soll einer der besten Burger sein, die es irgendwie in Berlin gibt. Die haben uns gerade den Burger umsonst gegeben, also Jonas und mir. Ich muss zahlen. Diese Würze, oh mein Gott. Die Käsesoße ist wirklich geil. Smash. So Freunde, Niklas holt jetzt gerade noch sein Stuff, wir haben schon gepackt. Ich glaube, da vorne hat es gekracht. Wir haben jetzt, stehen jetzt im Stau. Oh, ein ganz entspannter Autobahnfest muss auch mal sein. Gut abschütteln, Bro. Schüttel gut. Oh mein Gott!